Geduld. So, Contact, Rifleman. Wir spielen jetzt ein bisschen Arma. Die Mission Headhunters. Heute mit Pedder, Zone, Mumu und Exodus. Ja, es geht darum, wir müssen drei Offiziere töten. Es ist eine Nachtmission und Pedder ist eine Mumu. Oder nee, Mumu war die Mumu. Ja, mir nach. Ja, mir nach. Ja, alles klar, zum Wasser runter und dann umlaufen. Alle der Mumu nach. Check mal die Karte, ich hab da ein bisschen was markiert. Oh, mein Held. Toll. Schön, ne? Bis zu lange ist gut. Und wir müssen auf jeden Fall mit der Munition sparen von der Karre. Ich würde wieder den Gunner machen. Und zwar, wenn du das andere Auto beschießt. Wir haben jetzt zwar einen AT, aber sagen wir jetzt mal, der trifft nicht. Und du beschießt das andere Auto, dann muss man sofort auf die Reifen schießen. Und wenn ein Reifen in den Arsch geht, steigen die aus. Das haben sie noch von Arma 2 übernommen. Mhm. Wäre auch echt nicht schlecht, wenn ihr mal den Laser ausmachen würdet. Wieso? Ja, warum? So schnell gesehen. Ist doch die anderen sehen das eh nicht. Wir haben keine Nachtsichtgeräte, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, dann sehen wir es. Also ich war der Meinung, dass sie vorhin erst dann geschossen haben, wo sie unsere Laser gesehen haben. Ja, glaube ich auch. Ja, dann lassen wir sie mal aus. Echt nur, wenn wir im Gefecht sind und dann heißt es, ah, da vorne ist noch einer, dann können wir Laser anmachen. Mag ja sein, dass sie keine MBT haben. Ey, da ist das Auto, pack mal die AT aus. Roger. Oh, nee, ich will nicht auf dem Felsen festhängen hier, kacke. Wie weit ist das Auto denn weg? 100 Meter vielleicht. 122. Ich komm den Felsen hier nicht weg. Das Auto 120 Meter. Ah, da ich seh's, okay. Warte. Okay, ich versuch's. Bäm! Perfekt. Du macht's. Das ist ein schöner Schuss. So Jungs, jetzt müssen wir wieder runter an der Küste, dass sie nicht merken, dass wir kommen. ich glaub, jetzt merken die. Ich glaube, jetzt wissen die, dass wir kommen. Gerade im Auto, 300 Meter entfernt sind zwei Leute. Drei Leute sind da, vier Leute. Warte, noch nicht feuern. Nee, kommt mal hier runter. Ich bin schon hier unten. Was macht ihr da oben? Wir wollten nicht, wir wollten noch nicht von oben angreifen. Wir wollten noch runter. Das war die Idee. Wenn wir oben auf dem Berg sitzen, schießen wir uns wieder alle ab. Ja, deshalb solltet ihr runterkommen, hier wo ich bin. Also einer sollte mindestens oben auf dem Berg bleiben. Ja, wir können halt feiern. Ich kann oben bleiben. Oh, 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 oh. Ah, jetzt auch zu spät. Jetzt ist Weapons free. Ihr mit den Missionen zusammen, oder? Mhm. Ja, die sind total rollig. Du kannst auch reinjoinen. Ja, das mach ich mal. Dürfte noch eine Klasse frei sein. Ah, ich will einen Scharfschützen haben, verdammt nochmal. Wo ist der Penner? Sieht denn jemand? Wie der rauf fährt, sich die Sicht. Der fällt sich offen. Taking fire! Ist der Sunny? Bin hier. Wo bist du? Ich brauch Sunny, ich lieg oben auf dem Felsen. Ah, ich seh schon. Warte. Ich werd beschossen, ich muss noch ein Stückchen kriechen. Under fire! Ja, Korb ist okay. Taking fire! Korb. Enemy fire! Heißt der das Enemy fire! BFG, Passwort Channel. Exodus, wie sieht's aus? Kannst du hier was Danke. Machen? Hier gerade nichts. Ich glaube, ich muss da vorne zu diesem Loch in der Mauer gehen. Was macht ihr da gerade alle noch? Achso, wo. Okay. Na, wir machen durch den Rauch das, was geplant ist. Käse. Nämlich von unten angreifen. Na, lass mal ja schnell runterrennen. So. Ich gebe von oben Feuerschutz. Das kommt. Warte mal, Exodus. Sieht ganz gut aus gerade. Ja, Pedder, dann nehmen wir die linke Flanke. Roger. Kommt mal runter hier, Jungs. Los jetzt. Jetzt aber echt, ey. Ich bin Exodus geht schon sterben, der ist schon total ungeduldig. Ja, Exodus, warte, bis wir da sind. Da schießt jemand mit dem Granatwerfer. Oh Mann. Regroup! Ja, hab einen.
Einer down, ich glaube, das war der Granatwerfer-Typ. Headbanger, du gibst von oben Deckung oder wie? Ja. Mach mal den Laser aus. Dann gib mal ein bisschen Suppressing Fire. Okay. Wohin? Siehst du noch? Einfach Gegner? In die Basis rein, ein paar Seilen. Oh, fall back! Die merken, dass du noch da bist. So schnell zur Mauer. Hinter uns, hinter uns! Pedder, hinter uns! Der hat gefressen. Ja, Jungs, ich höre ein Auto. Könnte ich sein. Ah, das könnte sein, ja. Ja, das bist du. Pass auf, Basti, die Basis ist noch voll mit Gegnern. Einfach nicht einfach hier reinfahren. Ja, ich sehe die Gegner. So, Exodus, wie sieht's aus? Ich sehe keinen lebend gerade. Dann glaube ich, werden wir auf die Lagerhalle einlaufen. Dex uns im Rücken. Ja, also wie gesagt, zusammenbleiben, aber Abstand. Wenn nicht alle auf einmal fallen, wenn wir fallen. Squad-Leader, darf ich nachrücken? Ja. Nee, warte, das Auto da oben bewegt sich. Moment, es kommt zurück, das Auto kommt in die Base. Exodus? Ja? Komm mal wieder zurück. Ihr bekommt Gegner aus 320. Hier schnell hinter irgendwas. Drei Gegner. Ja, ich sehe sie. Vier Gegner. Ich hab keinen Granatwerfer. Wo ist das Auto? Idee. Irgendwo in der Basis. Lol, Pedder, was ist denn los? Ich bin in der Lagerhalle. Karre fährt hier rum. Was tut das gerade mit dem Granatwerfer, Basti? Jo. Oh shit! Enemy fire! Genau oben auf der Straße unten. Bist du tot oder was? Ich sehe so. Under fire! Taking fire! Oh, direkt da, wo ich bin. Four, regroup! Jo, einen und den vorne an der Straße ich voll erwischt. Oh, hier in der Base. Westlich vom Lagerhaus. Den habe ich. Ja. Wurde fies beschossen von da. Ja, wir haben Feinde im Westen. Wenig. Ja, irgendwo im Westen in der Basis sind noch welche. Ganz hinten im Westen sind welche. Ich hab keinen Sniper, Alter. Bringen Sie einen Laser, der noch steht. Ist da noch jemand drin? Homogay ist in den Turm hoch. Ja. Nee, ich sehe keinen Laser. Okay. Jungs, lasert mal dahin, wo die sind. Ja, behaltet eure Laser ja, an. Ja, ey, Achtung, in der Karre sind noch Leute drin. Taking fire! Gehört? In welcher Karre sind noch Leute? Die südöstlich vorm Lagerhaus steht. Ich habe eine Granate hingeworfen, aber hat nichts gebracht. Mal no. Einer hier nicht. Nachrücken in den Turm, bitte. Okay, ich habe die Reifen, glaube ich. Leute, Helikopter kommt. Ja, die sind ausgestiegen. Nordwestliche Richtung, Helikopter. Okay, dreht ab. Wo sind jetzt die Leute, die ihr noch gesehen habt? Mach mal mit Lasern Zeit. Nice. Ich bin im Westen, Lagerhaus. Kommt einer. Westen. Aber weit weg, oder? Ja, der eine kommt hergelaufen. Okay, danke, Wer Basti. Wer ist da oben auf dem Berg eigentlich? Ich und Basti. Dann schau mal hier runter in meine Richtung und dann vor der Mauer auf eurer Seite. Mach ich, warte. Halt mal hin, da sehen. Ungefähr. Ist der Laser an? Renn zu dir rüber, Headbanger ist jetzt von mir aus gesehen in einem Busch, rennt auf dich zu. Laserst du ihn mal an? Mach ich gerade schon. Wie so weit hinten ist der, oder was? Der ist jetzt, du siehst doch die ganzen Büsche, nicht Büsche, die Steine. Genau vor dir, mehr oder weniger. Helikom? Das Blöde ist, ich kann nicht ranzoomen, sonst sehe ich es nicht. Laser nochmal hin, bitte. Hör auf, Muni vom Auto zu verschwenden, bitte. Headbanger, kommst du jetzt mal runter? Das wäre sehr gut. Da unten sind noch Leute, ne? Das weißt du. Wo? Zwischen uns beiden, oder was? Ne, Basti hat gesagt, da unten ist noch einer. Wo ist der? Was war das? Euch. Ja gut, ich... Wenn ich die Granatwerfer habe, benutze ich den auch, ne? Ist ja irgendwie klar.
Ich rücke nach. Ich mach mal Laser aus. Haben wir die Offiziere jetzt hier schon erledigt? Warum soll ich eigentlich nicht den Heli abknallen? Verraten das mal. Das Auto hat, keine Ahnung, 100 Schuss oder so. 138 habe ich noch. Und dann ist leer. Aber der steht da so schön, der Heli. Ja, das war vorhin auch der Bug, der stand da. Ich habe alles draufgeholzt, nichts ist passiert. Du kannst bereit machen, das Lager auszustürmen. Also ich bin an der hinteren Tür, ich kann jederzeit eine Granate reinschmeißen. Wir hatten jetzt hier die Tür aufgemacht. Mach die Tür zu, Leute. Kann ja auch KI gewesen sein. Okay. Ja, die machen auch Türen und Augen zu jetzt. Also ich bin bereit, Granate reinzuwerfen. Hintere Tür. Ja, warte, ich komme. Mach durch die Hintertür, der steht nämlich genau in der Mitte vom großen Raum. Soll ich ihn abschießen? Ich kann nicht ohne Granate machen. Die ist ohne Granate Seite. Werfen wir jetzt eine Granate. Kannst du ohne Granate machen. Ja, dann mach's. Granate ist drin. Hab ihn schon. Contact was? Rifleman. Okay. Contact Rifleman, wer hat das gesagt? Ja, ich hab ihn erschossen. Beziehungsweise die Granate ist genau daneben gelandet. Drin. Sehr schön. Liegt hier noch irgendwo einer? Nee. Ey, wie behindert ich dieses Briefing von der Mission nicht hinbekommen? Es ist zum Kotzen. Okay, sehr gut. So, wie viele Fahrzeuge haben wir denn draußen? Wie viele bewaffnete Fahrzeuge haben wir draußen? Eines. Ein. Anderes du bist Medic, ne? Ja. Einmal bitte. Haben wir einen Repariertypi bei hier? Nee, ne? Oh, hier lag doch gerade eine Waffe rum. I need ammo! Geht's hin? Wo sammeln wir uns bei den Fahrzeugen? Hat geleckt. Bei den Fahrzeugen. Bleib doch mal stehen. Ja, es hat gerade geleckt. Wir teilen uns auf, ich fahre mit dem Unbewaffneten vor. Warte, Moment, lass mich mitfahren. Wer ist denn jetzt? Ach, Gunner sieht ihr schon besetzt, oder was? So, was müssen wir als nächstes angreifen? Lass erstmal gerade einen Plan machen. Ich fahre euch einfach. Leute, ich habe da noch ein Auto um alte Graphiaman auf der Karte angezeigt, westlich von uns. Zwei Klicks. Ja, lass ist egal. Fahren. Okay. Mach mal Motor aus. Das nächste Ziel an. Mach mal Motor aus und bereit mal schnell, wenn wir das nächste Ziel machen. Contact, man! Ja, fahren, töten. Von zwei Seiten an, würde ich sagen. Machen zwei. Wir müssen erstmal in die Nähe fahren, erstmal weg hier, los, komm. Ist hier da Karten, neben uns ist doch einer an der Mauer, oder? Wo? Hier neben, zwischen unseren Autos, oder? Ist das ein Gegner? Steht da. Ja, das ist ein Gegner. Der steht da noch, der lebt! Oh, Fail. Achtung, Achtung. Leute, lass mal nach Nordwesten an der Küste langfahren. Und dann ungefähr bis Position, was ist das? 5362. Ja, Offroad. 5362, okay. Ne? Und da können wir dann laufen. Möglicherweise. Hey, ich brauche Munition, ich muss kurz ein paar Leichen hier. Wir haben an. Oh, hier lag doch gerade eine Waffe rum. I need ammo. Geht's hin? Wo sammeln wir uns bei den Fahrzeugen? Hat geleckt. Bei den Fahrzeugen. Komm mal stehen. Ja, es hat gerade geleckt. Wir teilen uns auf, ich fahre mit dem Unbewaffneten vor. Warte, Moment, lass mich mitfahren. Wer ist denn jetzt? Ach, Gunner sieht ihr schon besetzt, oder was? So, was müssen wir als nächstes angreifen? Lass erstmal gerade einen Plan machen. Ich fahr euch einfach. Leute, ich hab da noch ein Auto um alte Graphiaman auf der Karte angezeigt, westlich von uns. Zwei Klicks. Ja, lass ist einfach egal. Fahren. Okay. Mach mal Motor aus. Das nächste Ziel an. Mach mal Motor aus und bereit mal schnell, wenn wir das nächste Ziel machen. Ne? Contact, man! Ja, hinfahren, töten. Von zwei Seiten an, würde ich sagen. Machen zwei Wir müssen erstmal in die Nähe fahren, erstmal weg hier, los, komm. Ist hier da Karten, neben uns ist doch einer an der Mauer, oder? Wo? Hier neben, zwischen unseren Autos, oder? Ist das ein Gegner? Steht da. Ja, das ist ein Gegner. Der steht da noch, der lebt! Oh, toll. Fail. Achtung, Achtung. Okay. Leute, lass mal nach Nordwesten an der Küste langfahren
Dann ungefähr bis Position, was ist das? 53-62. Ja, Offroad. 53-62, ah, okay. Ne? Da können wir dann laufen. Hey, ich brauche Munition, ich muss kurz ein paar Leichen hier. Wir haben andere Munition, die haben nicht die, die du hast. Dann brauchst du auch eine andere Waffe, ne? No more ammo. Hast du eine Waffe von denen genommen? Die passt nicht in deine Waffe, sonst die Munition. Ja, fahren wir, Jungs, oder? Ja, jo, warte, einsteigen. Die Munition kann noch auf. Auf Karte wird mir noch einer angezeigt. Ne, jetzt nicht mehr. Das ja, ist ja jetzt auch egal. Irgendwie habe ich nur zwei Magazine. Wie kann ich denn ja, das ist halt in deren Rucksack drin, ja? Du musst halt auf deren Uniform klicken, da ist das mit drin. Da sind die ganzen Magazine drin. Doppelklick machen, oder wie? Ja, dann steht da links. Das ist wie so ein Rucksack. Du klickst halt links im Inventar, steht da zum Beispiel die Weste, dann machst du da einen Klick drauf. Okay. Dann öffnet sich das und da sind dann 6-7 Magazine drin jeweils immer. Okay. Im Normalfall. Aber das ist halt Munition, die passt dann nur in die Waffe, die die auch benutzen, ja? Diese schwarzen Waffen. Ja, wie auch immer. Die iranischen. Die Iran-Waffen halt. Jetzt am iranischen Hightech-Waffen. Out of ammo. Exodus muss einfach nochmal drücken. Ja, bitte. Ja, scheiß drauf, ich komm einfach rein. Können wir hier runterfahren? Natürlich. Ja. Bleibt an der Küste. 1,3 Kilometer von hier, die an der Küste lang. Heli kommt gerade direkt auf uns zu. Oh ja. Ist der bewaffnet eigentlich? Ja. Ja? Ja? Warum sollte man mit einem unbewaffneten Heli-Patrouille fliegen? Oh, na ja, gut. Das weiß ich auch nicht. Beobachten? Aber. Ja, wahrscheinlich. Hat uns nicht gesehen, wir haben die Lichter nicht an. Scheiße, Alter. Da war ein Stein. Der hat mein Auto geblockt. Oh. Wow! Oh Mann. Die Fahrphysik. So, jetzt hier auch raus, oder? Lol, wieso rumfliegen wir auf dem Mond, ey? Ja, wir können ja mal langsam aussteigen und dann so hochkämpfen. Also, ich fahr doch wenigstens noch zu den anderen. Kommt 100 Meter. Du hast ein Fahrzeug mit Kanonen drauf und willst du es jetzt nicht nutzen, oder was? Ich will es nutzen, um von A nach B zu kommen, aber nicht um A oder B anzugreifen. Da bräuchten wir eine erhöhte Position, die sind halt oben auf dem Berg. Ich weiß nicht. Warte mal, doch, das könnten. Nee, also Sohn hat schon recht. Warte mal, die sind auf Höhe. Ja, aber dann verteilen wir uns ins 209 Meter. Können ja von mir aus wir haben keinen Hügel ringsrum, der höher ist. Ja. Das ist der höchste Berg da in der Gegend. Wir müssen sneaky vorgehen. Also nutzt uns das Auto auch nichts. Okay. Dann lass uns mal machen, zwei Leute gehen jetzt erstmal zur Straße westlich und gehen dann von da Richtung Basis und die anderen gehen von hier Richtung Basis. Da kann man so ein bisschen. Weißt du? Ja, warte mal, dann müssen wir uns aufteilen. Warte, warte. Ich, Exodus und Zone. Team A. Und Headbanger, Pedder. Basti. Basti. Team B. Und ihr geht, kann ich hier Markierung machen? Einfach doppelt auf die Karte, dann kannst du es reinschreiben. Mach A und B. Okay. Genau, Team B geht hier ran und wir, Team A, gehen hier ran. Schlechte Idee. Schlechte Idee? Kreuzfeuer. Ja. Ja, stimmt auch, ja. 90 Grad Winkel, einer von Norden, einer Osten, dann kommst du hier nicht in den Kreis. Ja, okay, dann machen wir Team A hier hin. Genau. Okay. Wir müssen vorsichtig sein, unten auf den Straßen südlich von Punkt B jetzt, da laufen nochmal Patrouillen rum, ja. Oh, müssen okay. Erst oben schnell, möglichst schnell die Basis clearen und dann die Basis verteidigen gegen die Patrouillen, die dann angreifen. Okay. Ja. Okay, cool.
Da ist im MVG Block meine Uhr. Zugführer Team B, wo bist du? Ich bin auch schon unterwegs. Ja, also ich habe jetzt nicht viel Munition, aber ich habe 8 Granaten, die ich ballern kann. Momo, du kannst auch einzelne Teams festlegen, unter Teams. Ja, jetzt nicht. Grün und Blau, das ist ja und dann Teamspeak, das ist machen wir das nächste Mal, wenn wir dann alle Ace spielen, ne? Das will ich sehen. Krieg noch jeder ein Funkgerät in die Hand und dann will ich mal sehen, wie die Kommunikation funktioniert. Du, die wird wunderbar laufen. Besser als wenn du im Teamspeak bist. Ja, stimmt. Dann hört man nur das, was man hören muss, ne? Ja, das ist nur die du wirklich hören musst. Auf einmal, scheiße Funkgerät, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, Granate. Nee, das Problem wird kommen, wenn du funkst und dann so, oh, mein Funkgerät war alle. Oh, ah, warte mal, hier vorne, Jungs, Team A, Vorsicht. Was? Team A, Vorsicht, auf Südwesten ist irgendwie der Turm. Da könnte jemand oben drauf stehen. Den Turm steht definitiv jemand. Scheiße. Da sind da links die Steine, da gehen wir mal ran. Westlich in dem Gebiet, so eine erhöhte Position nochmal. So beide, da sind auch zwei Leute drauf. Soldier, 100 Meter southwest. Ja, der guckt nicht in unsere Richtung. Also hier, wo ich durchgekommen bin und weiter links kommt man durch, ohne dass er euch sieht. Kommst du nicht hoch, Basti? Rückt ihr beide nach hier hinten? Ja. Yeah. Wenn ihr ein Ziel habt für einen Granatwerfer, ich kann dann loslegen, ne? Ja, du könntest hier oben in das Ding reinschießen, wenn du direkt den Turm? Ja, ja, aber warte mal. Ich muss mir erstmal eine ordentliche Feuerpulle. Ihr müsst warten, bis wir auf Position sind. Wir sind bis auf ein paar Meter ran. Soll ich? Also, ich kann auf Kommando. Nee. Exodus, ziel mal. Und ja. Zone kommt mal hier neben mich. Komm mal her hier. Wir werfen am besten ein paar Granaten einfach rein, Headbanger. Ja, wenn, ich gehe aber auf die Position hier. Ding getroffen wir standen hat, gehen vorhin wir nämlich hoch, hier und über die Mauer, okay? Wurden von hier weggemacht. Jungs, ihr müsst auch gucken, oben, die sind wichtig an den Häusern. Oben ich drauf an den Dächern. Ich sehe da zwei, ja. Also, soll ich loslegen? Warte noch also, nicht, okay, stopp. Team B in Position. Jo. Under fire! Sind wir in Position? So, scheiße, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ja, los, schieß! Los, shit. Bin verwundet. Muss mich heilen. Die sind direkt hier vor uns an der Bande. Contact! Soldier! Ja. Direkt auf der anderen Seite. Und gucken blöd. Taking fire! Contact! Ja, genau, Alter. Scheiß weg. Enemy fire! Granate. Taking fire! Enemy fire! Oh, hinter dir oben. Der hat's überlebt. Lol, was? Ja, das hatte ich nämlich auch gerade. Ich bin voll raufgeschossen, mega. Einer war noch tot. Einer ist tot. Aber stirbt nicht. Jetzt müsste er tot sein, oder? Hoffe ich. Wahrscheinlich. Ah, da, der lebt noch. Under fire! Under fire! Oh, genau hinter uns. Stopp, Link, bewegen! Ah, fuck. Machine Gunner. Genau rechts under hinter fire. Dem großen Container, wo ich gerade vorbeigegangen bin. Tot. Hab ihn erledigt. Ja, scheiße. Hab ich auch nicht gesehen, der stand 2 Meter neben mir, der Gegner, aber ich hab ihn erledigt. Scheiße, seid ihr beide tot? Ja, was? Ich, ja. Ah. Damn. Müsst vorsichtiger sein. Ah. Beim Hintereingang, ich geh mal rein. Du, der stand reingebackt. Ja, der war wirklich reingebackt, der Typ. Also ich habe gar nicht gesehen, von wo der geschossen hat. Also ich habe dann nur, wenn man seinen Kopf aus der Edge-Bilge ragen sehen. Ist down. Auch nur so, okay, das war's.
Also noch lebe ich, die Frage ist nur noch wie lang. Basti, kannst du nochmal respawnen? Ich respawn? Nee. Exodus, pass auf, vor, die kann einer sein zwischen uns, genau zwischen uns. Naja, irgendwo. War eine schöne Runde. Da war einer, der wurde gekillt schon. Und vielleicht schaffen wir es ja nächstes Mal. Also haut rein.